Ich bin Andreas Meisser. Wenn ihr in Köln und Umgebung wohnt, wart ihr vielleicht in den letzten Jahren mal bei einem Barcraft oder einem Bar of Legends oder einem Pubstomp oder einem Barstone oder einer unserer Gamescom-Partys hier im Kölner. Wir machen seit über 3 Jahren Public Viewing-ähnliche Events für E-Sports. Wir haben ein paar Community-Turniere organisiert, online und offline. Wir haben in der Stadtbibliothek ein Event gemacht für absolute E-Sports-Anfänger. Und wir haben zur Gamescom hier Events mit über 200 Gästen organisiert. Wenn wir eins in den Jahren gelernt haben, dann dass es genau eine Sache gibt, die noch cooler ist als Zocken. Und das ist, sich mit anderen Zockern zu treffen und das gemeinsame Hobby zu diskutieren und zu feiern. Und darum wollen wir jetzt in Köln die erste Gaming- und E-Sports-Bar eröffnen. Eine Bar, wo man sich jeden Tag mit Gleichgesinnten treffen kann und austauschen kann. Über den neuesten Major-Titel, über das letzte Let's Play, das man gesehen hat, oder das letzte E-Sports-Turnier, über den neuesten Hero oder Champion, den besten Bild für ihn. Und natürlich eine Bar, wo man sich mit Freunden treffen kann, um zu zocken und auch gegen sie zu zocken. Und wenn man sie fertig gemacht hat, dann lässt man sich am besten ein Bierchen von ihnen ausgeben. Ja, danke schön. Das sollten wir vielleicht öfters machen. Ja, besser nicht. Naja, das Organisieren von solchen Events in fremden Bars ist leider immer sehr kompliziert und sehr umständlich. Man muss all seine Sachen in die Bar schleppen, man muss sich all die Sachen wieder zurückschleppen, man muss sich immer an den Zeitplan der anderen Bar anpassen. Man kann auch nicht all das machen, was man möchte, weil die Bar das vielleicht nicht machen möchte. Die Events sind eben nur ab und zu und nicht jeden Tag. Und letzten Endes fehlt uns auch immer so ein bisschen die Zeit und auch das Geld, weil wir es ja nur hobbymäßig machen, um uns weiterzuentwickeln und all das zu tun, was wir eigentlich gerne machen würden. Darum wollen wir jetzt eine eigene Bar aufmachen. Und wir haben auch schon eine Location am Start. Und da bringe ich euch mal hin. Geht doch. So, wir sind in der Bar. Draußen ist die Kyffhäuser Straße, da hinten der Südbahnhof, da drüben der Barbarossa Platz. So 2 Minütchen entfernt, also ziemlich optimal gelegen eigentlich. Und das ist so der Eingangsbereich unserer Bar. Da könnte ein Fernseher hin, da hinten an die Wand auch. Und wir überlegen dann an beide Konsolen dran zu packen und davor kleine Couchlandschaften. Und dann könnte hier in dem Bereich immer wieder gezockt werden. Also worauf ihr gerade Lust habt. FIFA, Mario Kart, Smash Brothers, Street Fighter. Vielleicht singst du mal am Wochenende. Vor allem Stufen. Wir gehen nämlich direkt weiter und kommen jetzt ins Herzstück unserer Bar. Und das ist natürlich wie überall anders auch der Thekenbereich. Hier wird es dann unsere großartigen Gaming-Cocktails geben. Die kennt ihr ja schon. Und auf der anderen Seite dann die absolute Besonderheit. Auf diese kleine Erhöhung werden wir 6 Rechner packen. Und da könnt ihr jeden Tag zocken, natürlich umsonst, worauf ihr gerade Lust habt. LOL, Dota, Counter-Strike, Heroes oder StarCraft vielleicht. Und nächstes Jahr hoffentlich Overwatch. Und mein Traum ist ja immer nicht nur mit und gegeneinander zu spielen, lokal in der Community, sondern auch mal gegen andere Communities aus anderen Städten und denen mal zu beweisen, dass die Kölner natürlich die Besten sind. Ja, und dann hier hinten, das wird dann so der Viewing-Bereich. Und ungefähr das, was ihr von den Barcrafts und so schon kennt. Da hinten und überall kommen dann natürlich kleine Sitzecken hin. Und an die Wände, oben in die Ecken und überall anders auch, kommen Screens hin. Fernseher bis zum Umfallen, da hinten große Leinwand, auf der ihr auch das Spielgeschehen dann live verfolgen könnt. Das kennt ihr alles schon von den Barcrafts und das soll hier natürlich nur noch viel besser werden. Es hat eine Menge Arbeit gekostet, den Laden zu finden und vor allem ihn freizuhalten. Und wie ihr seht, es wird auch noch eine Menge Arbeit benötigt, den Laden fertig zu machen. Wir müssen hier renovieren, wir müssen Tische, Stühle rein, Screens überall hin, die Technik im Hintergrund, das kostet alles richtig viel Geld. Und leider werden wir Gamer auch von den Banken immer noch nicht für ganz voll genommen. Und deswegen brauchen wir eure Unterstützung. Und zwar am besten in Form von Donations. Aber die sollen auch nicht ganz umsonst für euch sein, weil jede Donation kommt mit einem kleinen Boni für euch selbst. Und wenn wir ganz viel erreichen, dann gibt es gewisse Summen. Da gibt es nochmal Extras für alle Leute obendrauf. Auch für Leute, die vielleicht gar nichts gegeben haben. Zum Beispiel gibt es bei 10.000 Euro einen Fernseher auf der Herrentoilette, damit ihr garantiert niemals eine Sekunde vom Spiel verpasst. Wenn ihr aber eine totale Sauerei auf dem Boden anrichtet, dann macht ihr das weg. Nur mal schon so voraus. Wenn ihr also Bock habt auf so eine Bar, ein Treffpunkt für alle Gamer, Zocker, E-Sports-Fans, Cosplayer, Let's Player, Streamer, auf Dosenbeats, auf Pen-and-Paper-Abende oder auf jedes andere Nerd-Subgenre, was es so gibt, dann helft uns. Teilt die Seite, teilt das Projekt
Erzählt es weiter, schreibt euren Freunden, Verwandten, Bekannten. Und wenn ihr könnt, dann donatet doch eine Kleinigkeit. Jeder Euro hilft uns. Und vielleicht können wir dann zusammen was in Köln aufbauen. Ein Treffpunkt für alle, wo alle Gamer, alle Nerds aus Köln und der Umgebung hinkommen können und sie selbst sein können und sich nicht für ihr Hobby schämen müssen, sondern mit ihresgleichen einen geilen Abend verbringen können. Fände ich toll. Vielleicht habt ihr auch Bock drauf. Danke, bis bald.